Hey ho und herzlich willkommen hier in Joraikos Staubstube zu einem neuen Let's Play, das neue Let's Play, Pokémon Reborn. Lasst es einsinken, denn ich tue es garantiert. Mistress mit 17 Orden, 807 Pokémon und 128 Stunden. Gucken wir rein. Ihr seid verwirrt. 17 Orden, 128 Stunden, Kalkanen City. Was ist da los? Ich werde jetzt relativ lange, breit und ganz entspannt darüber sprechen, was es mit Pokémon Reborn auf sich hat, was es mit mir und Pokémon Reborn auf sich hat, wie dieses Projekt ablaufen wird, ganz wichtig, und was sonst alles noch wichtig ist für den Kontext, falls man hier zuschauen möchte. Ich werde versuchen, keinen ganzen Podcast draus zu machen, aber es wird dennoch etwas länger dauern, weil mir das auch sehr am Herzen liegt, dieses ganze Projekt und diese Angelegenheit. Deswegen, völlig verständlich, falls ihr da nicht so unbedingt Bock drauf habt, falls euch das nicht so interessiert, dann einfach jetzt in der Timeleiste überspringen und dann geht's direkt für euch los. Falls dem nicht so sein sollte, dann freue ich mich, euch jetzt hier nochmals begrüßen zu dürfen zu Pokémon Reborn, das Let's Play. Falls ihr die Staubstube ein bisschen verfolgt habt, das ist ein Spiel, das ich seit ein, zwei Jahren vor mir herschiebe, es endlich Let's Playen zu dürfen. Denn andere Projekte, unleidige Projekte, gierten nach meiner Zeit und darunter war auch Pokémon Daybreak, ein sehr mittelmäßiges Spiel, das ich eigentlich als Übung spielen wollte, um ein bisschen in ein Pokémon-Fanspiel reinzukommen auf diesem Kanal, als Let's Play ein bisschen Englisch wieder auszusprechen. Na, ich bin nicht mehr so gut in der englischen Aussprache, wie ich es früher einmal war. Insofern sollte das ein Testprojekt werden, hat sich dann doch alles hingezogen. Wenn ihr die Staubstube verfolgt habt, wisst ihr es vielleicht, wenn nicht, ist auch egal. Und das war aber letztendlich so leidig und mit Problemen behaftet, dass ich es abgebrochen habe. Als ich das jetzt, ich nehme es jetzt auf zum 29.12.2022, ihr seht es jetzt schon 23. Vor zwei Tagen habe ich Daybreak abgebrochen, endlich eine gute Entscheidung, eine wichtige Entscheidung und habe mir damit die Ressourcen geschaffen, endlich Pokémon Reborn zu spielen. Ich habe Pokémon Reborn vor 3-4 Jahren das erste Mal kennengelernt über einen Freund, der mich in die Pokémon-Fanszene eingegliedert hat, der mir das alles gezeigt hat. Was gibt es mit Pokémon-Fanspielen? Was gibt es da alles so? Und hat mir Pokémon Reborn empfohlen. Ich habe mich reingefuchst und es wurde schnell das Spiel, das ich mehr hasse als alles andere, das ich mehr hasse als jedes andere Pokémon-Spiel. Und mittlerweile, oder als ich es dann durchgespielt hatte, musste ich das Fazit ziehen. Es ist ein Spiel, das ich ebenso sehr hasse, wie ich es liebe. Und jetzt nach ein paar Jahren muss ich vielleicht sogar zugeben, es ist ein Spiel, das ich ein gutes Stück mehr liebe, als dass ich es hasse. Es ist für mich das unumwunden beste Pokémon-Fanspiel in Existenz. Jetzt nach der fertigen Episode 19 wahrscheinlich noch mehr als zuvor. Das Spiel ist abgeschlossen mittlerweile. Es ist allerdings auch problemlos es ist locker das schwerste Pokémon-Spiel, das ich jemals gespielt habe, mit galaxienweitem Unterschied, so. Es ist aber auch darüber hinaus sicherlich eines der 5 schwersten Videospiele, die ich jemals spielen musste. Locker eines der 3 schwersten Spiele, die ich mir jemals angetan habe. Es ist über alle Maßen schwierig und frustrierend. Stellenweise würde ich sagen, und habe ich damals regelmäßig gesagt, bei meinem ersten Playthrough, unfassbar unfair. Mittlerweile sehe ich das ein bisschen distanzierter, aber es ist in jedem Aspekt schwierig, fordernd und einem absolut alles abverlangt. Ich habe damals einen Text-Walkthrough gemacht. Ich hatte damals ja noch meinen Blog Denkblockade, den ich noch aktiv betrieben habe, und ich habe das Spiel mit einem Text-Walkthrough begleitet. Das heißt, ich habe in, ich glaube, 10 Abschnitte dieses Walkthroughs habe ich gemacht und habe dann meinen Spielfortschritt begleitet, habe dann geschrieben, was ist aktuell so passiert, wie hat sich dieser und dieser Arenaleiter so für mich angefühlt und welche Plus- und Minuspunkte gibt es aktuell zu beklagen und zu bewundern. Diesen Walkthrough habe ich dann auch komplettiert mit Episode 18, in der ich aktuell bin. Das ist also, die Episoden müsst ihr euch als Kapitel vorstellen von Reborn. Ne? Das hat 19 Kapitel, das Spiel. 18 waren, als ich es erstmalig durchgespielt habe, schon draußen. Das 19. Kapitel
ist mir noch fremd, habe ich noch nicht gespielt. Ich habe das Spiel noch nicht ganz durchgespielt. So, diesen kompletten Walkthrough jedenfalls in der Beschreibung, falls ihr euch da nochmal durch meinen ersten Walkthrough durchlesen wollt. Ich würde es jetzt nicht mehr so empfehlen, weil es ist unfassbar viel Hate dabei, unfassbar viel Frust, weil ich eben das Spiel dann das erste Mal begangen habe und nicht darauf vorbereitet war, was das für eine Lawine an Frustration ist. Witzigerweise, vor sicherlich einem halben bis ganzen Jahr, habe ich meinen guten Freund Pizza Juice, Bekannte der Staufstube, kennen ihn vielleicht schon, begleitet mich immer mal in Videos, habe ich ihn dazu gebracht, das Spiel auch mal anzufangen, weil ich jemandem dabei zugucken wollte, wie er es spielt. Er ist jetzt aktuell so in Episode 15, 16, also auch nicht mehr so weit vom aktuellen Stand entfernt, bei dem ich mich befinde. Und als ich ihm so zugeguckt habe, Session um Session, habe ich gemerkt, einerseits bei Kämpfen, Arena-Kämpfen, Boss-Kämpfen, die ich damals in meinem ersten Walkthrough für sehr leicht gehalten habe, hat er unfassbar gestruggelt, also wirklich fast bis zum Abbruch, was mich total überrascht hat. Bei Kämpfen, die mir alles abverlangt haben, die mich fast zum Heulen gebracht hätten, bei denen ich 20, 30, 40 Versuche gebraucht habe, ist er beim zweiten oder dritten Mal durch. Und das hat mich ein bisschen darauf gebracht, dass das, was ich immer wieder gehört habe, als ich mich damals im Weborn-Forum immer wieder ausgekotzt habe, im Weborn-Reddit, ne? Es gibt ein Pokémon Weborn-Reddit, ich verlinke natürlich die Website zu Weborn, den Download, alles in der Beschreibung, wie gesagt, bestes empfehlenswertes Pokémon-Spiel für mich. Die User haben mir immer wieder gesagt, hey, das Spiel ist nicht unfair, das Spiel ist nicht frustrierend, du brauchst nur das richtige Team für die richtigen Charaktere. Und das habe ich dann irgendwann auch festgestellt. In Pokémon Reborn funktionieren Pokémon gerade in der ersten Hälfte wie Schlüssel, wie Questgegenstände. Du brauchst die richtigen Questgegenstände für den richtigen Arenaleiter, sonst kommst du nicht weiter. So, dafür gibt es dann einige Mechaniken im Reborn. Ne? Es gibt ein Level Cap, man kann nicht über ein bestimmtes Level cappen, sodass man nicht überleveln kann. Es gibt die Feldeffekte. Egal, ich ramble, komme ich später noch zu. Wird alles später relevant. Jedenfalls habe ich gemerkt, als ich Pizza Juice so zugesehen habe, so bockenschwer ist das Spiel gar nicht, dafür, dass ich es permanent gehatet habe, als ich es durchgespielt habe. Und so habe ich festgestellt, ich befinde mich jetzt gegenüber Pizza Juice, der genau dieselben Kritikpunkte äußert wie ich, der durch genau dieselben Höllenkreise geht wie ich bei manchen Stellen des Spiels, die einfach fulminant beschissen ausbalanciert sind oder einfach so frustrierend, befinde ich mich jetzt in der Position, dass ich das Spiel gegen ihn verteidige, dass ich sage, ja, hey, aber du musst es ja auch ein bisschen distanzierter sehen, das ist ja alles eigentlich gar nicht so unfair, ne? Feldeffekte, Balancing, Bosskämpfe, man braucht die richtigen Typen, etc., etc., habe ich das Spiel plötzlich gegen ihn verteidigt, obwohl er exakt dieselben Kritikpunkte und dieselbe Frustrationswellen hatte wie ich damals. Das war schon sehr surreal und das hat mir aber gezeigt, ganz Unrecht hatten die Leute von Reborn natürlich nicht. Das war mir dann auch beim ersten Walkthrough in der zweiten Hälfte schon klar, aber ich habe da nochmal durch Pizza Juice gemerkt, das Spiel ist sehr variabel und verschiedene Teams, verschiedene Pokémon, verschiedene Ansätze, verschiedene Strategien machen es umso komplexer. Lange Rede, kurzer Sinn, ich war umso mehr motiviert, dieses Spiel endlich auf diesem Kanal zu Let's Playen. Nun bin ich aber schon bei Episode 18. Ich bin hier in einer sehr späten Stadt im Spiel und es ist nur noch Episode 19, Kapitel 19 zu spielen und dann könnte ich das Spiel abschließen. Das sind die letzten Arenaleiter, das ist die Liga, das ist der finale Boss des Antagonistenteams und das ist dann das Postgame. Das würde für mich jetzt noch offen liegen. Das ist mein damaliger Safe State mit Mistress. Da seht ihr es, ich habe fast alle Orden. Das ist mein reguläres Team, denn bei Reborn ist es so, ich habe gerade in der ersten Hälfte, nach ein paar Stunden habe ich damals angefangen, auch in meinem Walkthroughs, auch im Forum von Weborn, habe ich angefangen, die Pokémon in Weborn als Slaves, als Sklaven zu bezeichnen. Für mich ist das die ganz klare Funktion gewesen von Pokémon. Nicht wie in den offiziellen Spielen, wo man sich ein Team sucht, mit Pokémon, die man mag und oder die einem ans Herz wachsen, indem man dann diese Reise beschreitet, diese leichtherzige. In Pokémon Weborn in der ersten Hälfte vor allem sind Pokémon Tools. Werkzeuge, Sklaven, die man einsetzen muss, um weiterzukommen. Und es hat mich sehr
Naserümpfen zurückgelassen. Ich mochte dieses System logischerweise nicht. Ein Pokémon Reborn fordert einen, und das ist auch so gewollt, das haben die Entwickler klar gemacht, fordert einen gerade am Anfang des Spiels auf, mit den Pokémon, die man so zur Verfügung hat im hohen Gras, mit Pokémon zu spielen, die man eigentlich nicht mögen würde, also eher unbeliebte Pokémon. So, was dazu geführt hat, dass ich zum Beispiel mit einem Ponyta anfangen musste, was ich normalerweise nicht gewählt hätte. Dass ich zum Beispiel mit einem Mareep, oder wie es heißt, anfangen musste. Mit einem Voltilam. So, das sind so die Sachen. Und wenn wir uns mal meine weiteren Pokémon angucken. Das ist nicht die richtige Box. Box 40 dürfte es sein, wo ich meine Pokémon abgelegt habe. Genau. Nee, das sind die Cheat-Pokémon, die ich mir dann nach Durchspielen des Spiels Episode 18 damals gecheatet hatte für den Spaß. Das sind meine richtigen. So, das hat dann dafür gesorgt, dass ich hier mit Fatty Slave antreten musste, mit einem Useless Fuck. Mit einem Beloved Dragon, den habe ich dann in der zweiten Hälfte gefangen. Und das ist eben so dieses Prinzip. Na, man braucht Tools, und in der zweiten Hälfte, na, irgendwann stellen sich dann so die 10 bis 15 Pokémon raus, die man immer wieder braucht. Und das ist dann das Team, das man sich erschlossen hat. Und die, mit denen ist man dann aber auch so zusammengewachsen, durch so schwere, blutrünstige und einem alles abtrotzende Kämpfe, dass man sie wirklich liebt und schätzt. Und deswegen habe ich diese Pokémon, mit denen ich diese lange Reise dann auch durchgemacht habe, auch so benannt. Beloved Queen, der war von Anfang an dabei. Beloved Dragon war fast die ganze Zeit dabei. Shiny Slave jetzt nicht so. So, das ist also eine sehr, sehr interessante. Beloved Fatty, genau, mein Toxic Panzer. Beloved Bird, Mother of Fire war eigentlich, also ist eigentlich meine Anführerin. Also Galoppa ist wirklich meine Anführerin gewesen, hat mich fast durchs ganze Spiel gecarried, weil sie so schnell ist. Beloved Sheep, Beloved Water, auch hier, ne, fast die ganze Zeit dabei. Oceania, unfassbar wichtig. Und Beloved Plant. So. Roter Faden ist ein bisschen verloren gegangen, jetzt ist es doch ein ganzer Spotcast. Egal. Ich fange jetzt überraschend früher damit an als geplant, weil ich jetzt Daybreak doch abgebrochen habe, weil ich mir jetzt gesagt habe, 2023, ich will jetzt endlich mit einem Spiel in der Staubstube anfangen, auf das ich richtig Bock habe, für das ich richtig mit Leidenschaft brenne, und Reborn ist ein solches Spiel, denn ich habe es über die Jahre schätzen gelernt. Ich hasse es so sehr, wie ich es liebe. Ich liebe es vor allem für das Writing, für die Story, für die Dialoge, für die Charaktere. Es stimmt, was man so sagt im Internet. Es ist alles unfassbar edgy. Es ist alles sehr auf Anime-Stereotypen getüncht, auf Anime-Fans, auf Fans der japanischen Anime-Sub-Popkultur, na, was diese Charaktere angeht, was die Beziehung unter den Charakteren angeht. Das ist alles sehr auf Anime-eske Sachen angeprägt. Es ist alles unheimlich dark and gritty. Es versucht alles sehr düster und kantig zu sein. Gar keine Frage, es ist teilweise auch platt, es ist teilweise unfassbar platt, also ich habe auch riesige Probleme mit der Story, aber insgesamt sind das so die Dinge, für die ich damals auch durchgezogen habe, für die ich weitergemacht habe, und die Schwierigkeit ist durchaus spaßig, kann sie sein, es macht schon Spaß, zu strategizen, so Strategien zu finden und all das, deswegen brenne ich schon für dieses Spiel, es ist wahnsinnig schön, es ist ein richtig tolles Spiel, es ist ein emotionales Spiel. Die Entwicklerin Amethyst, so heißt die Entwicklerin, und ihr großes Team, na, alles dazu, wie gesagt, auch in der Beschreibung, kommt, wenn ich das richtig verstanden habe, mit einem LGBT-Hintergrund an das Spielen, an die Entwicklung, und das merkt man im Spiel auch an. Es gibt wahnsinnig viele Mitglieder der LGBT-Community im Charaktercast. Teilweise wird einem das aufgedrückt, aber teilweise auch überhaupt nicht. Teilweise ist es auch gut und subtil eingearbeitet. Also da sind viele Themen. Man merkt, dass hier ein sehr tolerantes Team dahinter war, dem diese Themen viel bedeuten. Das schätze ich am Spiel. Die Reborn Region, also diese Reborn-Region, ist wahnsinnig kreativ und vielfältig. Und das ist überhaupt kein Vergleich zu so einem Schmonz wie Daybreak oder zu den normalen Game Freak-Spielen. Ihr seht das schon hier, allein diese Stadt ist eine Augenweide mit diesen Stromflüssen. Die Musik, teilweise und größtenteils der Soundtrack von Glitch X City, einer sehr bekannten Pokémon-Komponistin über YouTube. Auch die verlinke ich nochmal in der Beschreibung, sicherheitshalber. Also auch ein wahnsinnig, wahnsinnig starker Soundtrack, größtenteils. Ganz viele Originaldesigns und einfach eine sehr faszinierte, dramatische Story. Ich könnte noch weiterreden, ich bin schon bei 20 Minuten. Leute,
Ich habe alles vorbereitet für dieses Let's Play, denn ich möchte, dass dieser erste Part, trotz dem langen Vorgequatsche, dass der gut wird. Ich möchte, dass dieses Let's Play gut wird. Wer die Staubstufe verfolgt hat, weiß, dass viele Pannen passiert sind, sowohl bei der Allreise als auch bei Daybreak, als auch bei Fire und überall. Ich möchte, dass es bei Reborn nicht so wird. Wir werden vieles hier verbessern. Wir machen sicherlich mit dem Platz hier unten, machen wir noch ein bisschen was mit diesem violetten Platz. Wir arbeiten noch an der Mikrofonqualität. Ich bekomme in den nächsten Wochen und Monaten ein neues Mikro-Setup. Das wird also alles vielleicht noch ein bisschen besser. Sagt mir, wie ihr das Licht findet. Ich habe hier mein Ringlight direkt neben mir. Soll die Lichtstimmung wärmer sein? Was wollt ihr von mir? Sagt es mir. Ich möchte, dass das ein gutes Let's Play wird. Ich möchte, dass es ein entspanntes Let's Play wird. Und deswegen jetzt nochmal dazu, wie es eigentlich abläuft. Ich bin jetzt schon bei Episode 18. Jetzt habe ich den roten Faden wiedergefunden. Wie machen wir das also? Ich möchte das Spiel nochmal von Anfang an beginnen, logischerweise, jetzt mit der aktuellen Episode 19. Ich habe es damals auf einem viel früheren Bild gespielt, ne? Also für mich sind wahrscheinlich auch viele Inhalte nochmal neu, vor allem das Polishing. Aber ich bin ja jetzt schon hier mit meinem Save State. Was machen wir da? Möchte ich das ganze Spiel nochmal auf dem originalen Schwierigkeitsgrad haben? Will ich diese ganze Frustwelle nochmal haben, durch die ich mich doch so tapfer durchgekämpft habe mit meinem geliebten Team? Nein! Dennoch möchte ich die Story nochmal kommentieren, genießen, die Charaktere, all das nochmal sehen und mit euch zusammen diese Reise begehen. Und so habe ich mir die Lösung erdacht, dass wir hier, wie könnte es anders sein, in der Staubstube eine Cheat-Walkthrough machen. Das heißt, es gibt die Debug-Mod, die ich mir runtergeladen habe, auch in der Beschreibung zu finden. Vielen Dank nochmal dafür. Das ist quasi die God-Mode. Damit können wir alles machen. Also wirklich alles. Wir können uns jedes Pokémon erstellen, wir können hier auf Debug gehen, können das Level einstellen, können die Moves einstellen. Also ein Vogel-Pokémon kann auch jede Feuerattacke, jede Eisattacke, jede Bodenattacke lernen, das ist völlig egal. Mein Milotic könnte fliegen und Flammenwurf alles lernen. Wir können das Level einstellen, die Natur. Es gibt keine Grenzen mit dem Debug-Mod. So, ihr seht das hier. Wir können hier jedes Item bekommen. Wir können die Party permanent teilen, wir können uns hier die Pokémon holen, wir können uns Geld cheaten, wir können alles machen. Das heißt, wenn wir das Spiel beginnen, werde ich mir für diesen Walkthrough, bis wir bei Episode 18 sind, da wo ich jetzt gerade stehe, hier, nein, andere, da, genau, da, bis wir da wieder angekommen sind, werde ich mir einfach Wunsch-Pokémon cheaten, die ich gerne habe, mit denen ich einfach diese Reise nochmal durchmachen möchte. Immer mal wechselnd, ne? Pokémon, die mir Spaß machen, mit denen werde ich diese Reise bestreiten. Ich werde die auch ein bisschen stärker machen, als es natürlich so der Fall sein sollte, aber nicht zu stark. Reborn lässt es nicht zu, dass man es verarscht. Selbst mit Debug-Pokémon, selbst wenn ich mir hier 5 Rayquazas cheaten würde, es gibt das Level-Cap, es gibt die Arena-Leiter mit ihren Field-Effekten, das ist vielleicht das signifikanteste Feature dieses Fanspiels, die Feld-Effekte. Werde ich dann zu gegebener Zeit nochmal was zu sagen. Ich würde da nicht durchkommen, so einfach so cheatend. Das wird nicht funktionieren und das möchte ich auch nicht. Ich möchte noch irgendwo das Spiel und das Balancing haben und das werde ich. Ich glaube, ich werde auch innerhalb dieser 18 ersten Episoden viel ragen und wieder viel an meine Grenzen kommen. Das gehört ja auch zum Reiz dazu. Aber wir machen es einfacher, als ich es damals hatte. Ich hatte den Debug damals nicht. Ich habe es fair und square durchgespielt, ohne jeden Quatsch. Wir werden Wunsch-Pokémon cheaten. Wir werden diese Reise etwas leichter machen, damit wir die Story, die Welt, die Atmosphäre zusammen genießen können, wenn wir mit diesem neuen Save State hier angekommen sind. Da werde ich diesen neuen Save State rausnehmen. Vielleicht werde ich ihn löschen, wahrscheinlich werde ich ihn löschen. Dann mache ich regulär mit Mistress weiter. Dann füge ich die Save States, die ich jetzt sichere, jetzt gleich, nachdem ich hier fertig gequatscht habe, füge ich dann wieder ins Spiel ein und dann machen wir hier regulär mit meinem regulären Team weiter, die ich alle bis zum Level Cap trainiert habe, ihr seht das. Und dann ist es auch für mich blind. Ich denke, das ist eine Lösung, die allen entgegenkommt. Ihr, falls ihr euch für das Spiel interessiert, falls ihr mich auf dieser Reise begleiten wollt und ich kann mit einem guten Kompromiss diese wundervolle Story, diese tollen Charaktere, all das nochmal erleben und dabei aber auch ein bisschen Spaß haben, ein bisschen entspannter zu Werke gehen und nicht direkt wieder beim ersten Arena-Leiter zerbrechen. So machen wir das. Ich habe jetzt fast eine halbe Stunde am Anfang gequatscht. Egal. Das ist das Reborn Let's Play in Yoreikos Staubstuhe. Ich habe mir Dr. Pepper mitgebracht, natürlich in Schwarz wegen Reborn. Ich freue mich richtig. Also für mich, man kann es vielleicht nicht so nachvollziehen, falls man es nicht verfolgt hat in den Let's Plays, falls man nicht verfolgt hat, wie sehr ich mich darauf gefreut habe, das Spiel nochmal zu spielen. Für mich ist es gerade Weihnachten und Neujahr zusammen. Ich bin ja auch mitten zwischen den Festen.
Ich freue mich richtig. Ich freue mich drauf, dieses Spiel endlich mit euch spielen zu können. Also, ganz ehrlich, wie ein kleines Kind. Bin ein Riesenfan von Weebo und bin ein Fanboy. Obwohl ich es wieder hassen werde. Na, ich lieb's mittlerweile mehr, als ich's hasse. Aber das wird sich ändern. Das wird sich ändern in den nächsten Wochen und Monaten. Die Weebo Experience steht uns bevor. Ein Wort noch zur Sprache. Weebo ist ein amerikanisches Spiel. Es sind amerikanische EntwicklerInnen im Team. Und es ist größtenteils in der englischen Community dann auch demzufolge bekannt. Ich habe lange überlegt und deswegen hatte ich Daybreak damals auch gespielt, weil eigentlich wollte ich es auf Englisch machen, komplett with English synchronization and English explanations, but as you can see, it wouldn't work out too well. Das funktioniert einfach nicht. In Schrift mag ich gut sein in Englisch und ich mag es auch perfekt verstehen, aber in der Aussprache ist es nicht so, deswegen hatte ich Daybreak gespielt, um nochmal zu üben. Ich werde es auf Deutsch spielen. Habt ihr vielleicht gemerkt. Scheiß auf die englische Community. Mein kleiner Kanal würde da eh nicht viel ausrichten, niemanden erreichen. Ich mach's auf Deutsch, damit wir hier ein bisschen entspannt durchgehen können. Es wird mir genug abverlangen, die englischen Texte zu lesen. Ich hab's mal in Pokémon Daybreak Let's Play gesagt. Ich hab's hier und da mal gesagt. Seit 3-4 Jahren habe ich massive Probleme mit englischer Aussprache. Ich weiß nicht, warum. Vielleicht ist es der Stress, vielleicht ist es der Schlafmangel. Ich weiß es wirklich nicht. Als junger 20-Jähriger war ich da fast fließend perfekt. Weebo wird vielleicht eine gute Übung. Ich werde mir allergrößte Mühe geben, die Texte ordentlich Englisch vorzulesen. Ich werde damit wahrscheinlich oft strugglen, hoffe da auf eure Geduld und bin ganz dankbar, dass ihr diese aufbringen werdet. So wird's laufen und jetzt bin ich endlich fertig. Wir köpfen gleich dieses Dr. Pepper. Ich werde jetzt einmal kurz den Save State rausnehmen und dann sehen wir uns regulär am Anfang des Spiels wieder. Pokémon Weebo. Die Reise startet. Falls ich irgendwas vergessen habe, füge ich jetzt hier einen kleinen Videoschnipsel mit Texten ein. Wenn nicht, sehen wir uns gleich wieder. So, da sind wir. Eine Sache, was man vielleicht noch mal kurz machen könnte, ist noch mal ganz kurz Weebo zusammenzufassen. Es spielt in der Weebo Region, der Weebo Region. Wir sind ein Protagonist, der in diese Region reinkommt mit dem Zug, das werden wir gleich sehen. Und es ist eben eine sehr düstere und erwachsene und explizite und unbotmäßige und ungnädige Region und ein ungnädiges Spiel. Es ist ein Spiel, das ist so ab 16 empfohlen und das ist auch angemessen, denn hier sind die Antagonisten wirklich fiese Antagonisten, die auch antagonistische Mittel einsetzen, um uns zu behindern an unseren Zielen. Die Welt ist brutal, hier passieren brutal und explizite Dinge. Die Umgebung, die Charaktere sind alle, wie ich sagte, unheimlich dark and gritty und mit Vorsatz explizit, ne? Also so wirklich gewollt grenzenbrechend und grenzüberschreitend und grenzauslotend. So, das ist also ein sehr düsteres Spiel, aber auf der anderen Seite haben wir sehr quirlige und klischeehaft fröhliche Charaktere. Na, wir haben sehr viele kuriose Charaktere. Na, also es ist wirklich ein Freak-Circus ohnesgleichen. Sehr viele liebenswerte Charaktere dabei, die dann ganz klassische Anime-Charakter-Tropes bestätigen, die man aber lieben kann. So, und wenn man die mag, dann hat man damit auch eine gute Zeit und ich als J-Nerd fühle mich da voll abgeholt. Es gibt 19 Orden oder so, ich habe es gerade gezeigt. Also es gibt relativ viele Orden. Die Arenaleiter sind wirklich als beinhartes Dark Souls Bosskämpfe zu verstehen, also gnadenlose Bosskämpfe. Eines der Hauptfeatures sind wie gesagt die Feldeffekte. Das sind also besondere Effekte bei Arenaleitern, bei Antagonisten in der Wildnis, die ganz viele verschiedene Effekte haben und mit in den Kampf bringen. Die größtenteils von Pizzajuice als auch von mir als sehr einseitig wahrgenommen werden, na, weil sie die Arenaleiter zum Beispiel bevorteilen, aber dazu an gegebener Stelle noch was. Es ist ein extrem forderndes, frustrierendes, aber auch liebevoll gestaltetes Spiel. Und jetzt geht's los. Wir köpfen unser Dr. Pepper. Fang bitte an! Ist los! Ah, jetzt. Ey, sag mal. Es ist ein feierlicher Anlass. Station Master here. We've got your boarding passes. Another one for Reborn City, huh? They sure have been pushing that new league. Let's see. Which one of these was it? Gut. Was wird unser Zweitprotagonist werden?
Mistress ist natürlich nicht zu ersetzen. Sie haben die Designs übrigens auch ein bisschen geändert. Hier das Gesicht links von Mistress sieht jetzt sehr seltsam aus. Ich blende jetzt hier vielleicht mal ein, wie sie vorher aussah. Sonst könnt ihr es im Walkthrough in der Beschreibung auch sehen. Das hat sich eher verschlimmbessert, muss ich sagen. So, diese riesigen Augen. Bin da nicht so der größte Fan von. Egal, deswegen nehmen wir sie jetzt auch nicht nochmal. Wir greifen vielleicht hier zu ihr. Auch wenn die mir ein bisschen zu sehr nach Luna aussieht. Luna werdet ihr noch kennenlernen später im Spiel, aber die anderen sind alle relativ unakzeptabel. Okay, nehmen wir. Yes, certainly looks like it. And what was your name again? Aiko. You said Aiko, right? Got it. Then, just to be sure, for gender I should put... Ja, wir können auch non-binary nehmen, aber wir nehmen jetzt einfach mal female. Right. One sec, I'll handle the rest of this. Ja, wenn ich nach links schaue, na, ich gucke immer mal auf den Kontrollbildschirm, dass auch alles passt. There. All set. Grandview Station. Das ist unser Ziel. Just between you, me and the ill-battered fence post. I hear Reborn City is kind of a dump. Why anyone would wanna go there is beyond me. And yet, die schönen Landschaften. And yet, a bunch of you ambitious trainer-type folk have been heading out in droves. But off you go now. Train's leaving any minute. Von wo komme ich? Das ist die Frage, die mich interessieren würde. Welche Region hat eine Verbindung zur Reborn Region? Die Offiziellen ja wohl eher nicht. Die würden sich umgucken, wenn die Reborn-Trainer nach Kanto und Johto kommen. Schönes Intro, gefällt mir sehr vom Stil. Do you wish to view the controls of the game? Ja. Mhm. Ja. Genau, kennen wir. Wir können auch den Speed-Mode anmachen. Das werden wir auch oft nutzen. Controls can be reconfigured from the menu or by pressing F1. Okay. Oh, ein Absol beobachtet uns. Okay, thank you very much. I see you when we get into the city. Alright, hello there. Your turn now. Sorry for the wait. My name's Ame. I'm the manager of the Reborn League. Ja, Entwicklerin Amethyst hat quasi ihr Self-Insert als weiblichen Champion eingebracht. Das ist Ame. You were also looking to sign up for it, right? It would be great if so. We're finally just getting things off the ground again. Truth is, after the incident a few years ago, the whole region was almost completely abandoned. Even by the Pokémon. Incident? But don't let that worry you. It might not be an ideal place, but our gym leaders are like nothing you've ever seen before. Can confirm. And I think you'll find Reborn to be a region like no other too. I'm coming back from some business out of town, so I figured I might as well introduce myself early and get a head start on everyone's registration. Could I see your boarding ticket, please? Huh. Aiko. I guess it's the time already, huh? Well, okay, I've got you down. Now, if you don't know what I'm talking about, just feel free to skip this. But were there any special introductions or passwords you had for us? Genau, in der ganz aktuellen Episode kann man Passwörter einfügen. Und ich muss jetzt mal, ich sitze gerade hier auf meinem Second Screen schauen. Man kann am Anfang Passwörter einfügen und das ist das quasi eingebaute Cheat-Menü, das die Entwickler uns hier zugestanden haben. Und eigentlich brauche ich da nichts, weil ich ja den Debug habe, aber es waren einige interessante Sachen dabei, die auch einfach Spielkomfort beinhaltet haben. Da muss ich nochmal ganz kurz durchgucken. Passwörter, wo haben wir sie? Mein Second Screen. No, das prevent Pokémon from being healed. No.
Ah ja, genau. Das ist relevant. Pokémon do not need to know HM, TMX moves in order to use them in the field. Easy HMs. Das benutzen wir, damit wir, wie in den neueren Teilen, keine VM-Sklaven dabei haben müssen. Und ich hoffe, das funktioniert alles so, wie ich mir das vorstelle. Müssten wir durch Debug eh nicht, aber, you know, sure is sure. Easy HMs. Got it! Will there be anything else? Nein, das war's. Dankeschön. Einmal schließen. Schließen. Weiter geht's. All set then. We're almost to Grandview Station, so after we disembark, just follow me to the Grand Hall. There, I'll give you a starter Pokémon to really kick off your adventure in Reborn. Sound good? Then if you... Ist da hinter mir erschienen? Ich kenne ihn natürlich schon. Something's not right. Shouldn't we be decelerating already? Oh no! Move! Was ist da los? Fahren wir mit der DB oder was? Hey, okay? Wake up! Anfang des Spiels, Zugunglück. 30 Tote, 12 Verletzte. Ein Spiel für die ganze Familie. Thank goodness, you're okay. The train exploded right as we pulled into the station. I'm just glad I could get us out of there in time, but everyone else... Die ganzen anderen Protagonisten. Well, there's no use thinking about that now. Why did this have to happen? Who would even... Julia. Julia, what did you do? What? I didn't do anything. I was at the Jimmy Gym and then suddenly BOOM! So I came running. Cause, you know, if things are exploding, I gotta be there to see it. Based on the timing, this must have been a deliberate attack. Somebody rigged the train to destroy Grandview Station. Or maybe it was... If they did want to destroy it, they could have tried a little harder! I mean, the structure's still standing! What's up with that? This is like a 6 out of 10 job at best! Anyway... Whoever was behind it could still be monitoring from nearby. Julia, suspicious. I'll have the perimeter locked down. We may yet catch them. I'm going ahead, Aiko. There's another trainer that's meant to register with you at the same time. So find her and then come see me. I'll be in Grand Hall, just down this road. You can't miss it. And don't you worry about all of this. I'll have it completely taken care of. Ah, die paar Toten. So you're Aiko? I'm Julia, captain of the Cheer and Pep and all things bubble and bright. Oh, Pop Quiz, are you going to take on the Reborn League? Yes! Correct! Then I'll be seeing you very soon, because I'm also the electric gym leader. I'll be looking forward to your challenge, so go on. Get down to the Grand Hall already. Alles klar, Julia. Ich freue mich, wir sind da. Julia ist immer noch quirlig und ein bisschen überdreht. Gut, wir schalten direkt mal den Speed Mode ein. Mit M. So, jetzt sind wir im Speed Mode. Das hat wenig Nachteile. Wir werden den natürlich zu dramatischen Punkten möglicherweise ausschalten. The device was remotely triggered. According to the radio signal, the detonation device had to have been in a 50-foot radius. Then the culprit is most definitely around here somewhere. It's just a quick walk to the east. Go on already. Ja,
Julia ist von all dem nicht so mitgenommen. Julia ist allgemein von nicht so wirklich irgendwas mitgenommen. The exterior has held up, but the interior is completely trashed. We should be able to send off some outgoing car still, but the incoming line is going to take a long time to repair. Alles hier ist schwarz, dunkel und düster. I was inside the station when it happened. The train pulled into the station all ablaze and slammed into the end barrier. It's a miracle I made it out unscathed. Ja. Auf Wiedersehen, NPC Nummer 364. Wir sehen uns sicher bald wieder. Damn it! Now how am I supposed to return home? Du bist doch gerade erst angekommen, machst dir gemütlich. Well, shit happens. What you gonna do? Dieses Spiel in a nutshell. You were on the train that exploded? Did? So was my fiancé. And now he's everywhere. These police won't move. I can't even get back to my own house because of this stupid lockdown. Huh. Well, I'm sure it won't last long. Kletter doch einfach über diesen Stein hier. Aiko, da sind wir. Oh Gott, wenn ich diese ganzen leeren Ordenspots wieder sehe. Schüttelt's mich. So. This area is on temporary lockdown until the situation is under control. Opal Ward. Ja, es gibt hier verschiedene Wards. Die Stadt ist in Wards aufgeteilt. Das ist Lower Peridot Ward. Und das ist der Opal Ward, der für uns von zentraler Bedeutung ist. If only you knew what the city once was marvelous. Ach ja. Hey, wanna get past me? Let's see some Pokémon! Opal Bridge is the trainer's only location. You know why? Because I said so, that's why. Now get out of here. Okay, kleiner roter Knirps. Der rote Ranger. Sometimes you can find Pokémon warning around the streets. It's almost better way to catch them than from the wild here. You were on the train that blew up? You poor thing, are you hurt? Here, take this potion. Dankeschön. What? I know it doesn't work on humans, but just take it, okay? Dankeschön. Stay safe. This place can be rough, especially the lower wards. Die sind alle rough. Every study I've done confirms that this water is making people sick. Why does the city keep denying it? Ich meine, guckt's euch an. Das ist einfach Güllewasser. Ugh. This place is trash. Filthy. Absolutely horrid. What are you looking at? I'm looking at your filthy parts. Alright, back off. This here is Opal Bridge. That means trainers only. That means not you. Okay. Okay. Hier ist eine Mauer. Hier ist ein kleines Gärtchen. Hallo, wer bist du denn? Hey, are you Aiko? I'm Victoria. It's a pleasure to meet you, but is everything okay? I heard what happened at the station. Well, you're here, so I guess you're all right. Let's go ahead and get registered. Don't worry, it shouldn't take long. Let's go inside. Ich bin viel schneller als du. Oh, you're here already. Good. There's no sign of any suspect yet, but I've got several officers out searching the area. Suspect? In the station bombing? That's right. If anyone responsible for the incident is in the area, we'll find them. But until then, we'll probably have to restrict travel between the wards. Anyway, new trainers don't need to worry about all that. It will be taken care of. Let's finish your registrations. Schwieriges Wort. Obviously, the main event is picking a starter. Aiko can go ahead of me. I don't mind. Right this way then. Danke, Victoria. Spirit Animal. These Pokémon are all set aside for new trainers to choose from. The tables go from top to bottom in order of grass, fire, water, and the Pokémon are arranged from left to right in the order they were discovered. Go ahead, take any of you like. Ja, wir bekommen tatsächlich, und das ist mal etwas, das man loben kann. Man kann hier ein Random Starter Service ausführen. Auch eine coole Idee. Wir bekommen tatsächlich alle Startermöglichkeiten aus allen Generationen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. So, do you want Wowlet, the Crasquill Pokémon? Man hätte ja auch Bilder anzeigen können, denn mein altes Gedächtnis ist auch nicht mehr so fit. Litten, the Firecat Pokémon.
Ah ja, okay, also nicht bis zur aktuellen, aber genau, damals habe ich Popplio genommen. Bis zum Ende behalten, Fuoki kommt gar nicht in Frage, Oshawott auf gar keinen Fall. Denn trotz des Debugs werden wir den Starter natürlich mitführen. Mudkip, mein Hass-Pokémon, mein Hass-Starter. Squirtle, also Bisasam wird es wahrscheinlich werden. Mein Lieblings-Gen-1-Starter. Auch wenn ich mir das Leben damit nicht leichter mache. No. 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 Feuerstarter mag ich allgemein nicht so besonders. Fennekin könnte ich mich für erwärmen. Aber lieber nicht. Der Chick-Pokémon. Chicken! Nein, wir nehmen Bisasam. Bulbasaur. Best Samen ever. Und wir geben natürlich Spitznamen, denn es wird eine lange und blutige Reise. Und das wird selbstverständlich mein Kollege Pizzajuice. Mit dem riesigen Samensack auf dem Rücken. Es ist perfekt. Hey Pizzajuice, freut mich. Der hier vielleicht auch mal reinsehen wird. Ja, auch neues Feature, was es noch nicht gab, als ich es gespielt habe. Unten sehen wir jetzt die Pokémon, die direkt im Team sind. Sehr schöne kleine Neuerung. Quas Poison. Süß. Likes to trash about. Careful Nature, das ist definitiv nicht Pizzajuice. Ability Chlorophyll. Harsh Sunlight doubles des Pokémons Speed Stat. Das nehme ich gerne mit. Tackle und Growl. Alles klar. Settled? Alright. Let's not keep Victoria waiting. Which one did you pick, Aiko? Oh, don't worry. I won't pick just to beat you. That's silly. I already know which one I want anyway. Well then, shall we? Okay, wait here for me, Aiko. Mache ich Victoria. Oh, er ist es. Gewöhnt euch an diesen Charakter. Der wird uns noch länger begleiten. Hey, you're cute. What? No, I didn't say anything. Hey, was am I just here? Oh, so she's with someone else. Kay. My name's Kane. How about yours? Aiko. Pretty name. So, by the looks of it, you just got your first Pokémon. Are you gonna challenge the league? I was just coming here to start over. Figured I'd try taking on this league instead. So, Aiko, what do you say to a battle? If it's your first time, I'll be gentle. Widerlich! Kane, du bist widerlich! Okay, das ist natürlich direkt eine schwierige Aufgabe, die wir haben. Und wenn er daneben schießt, dann könnte es einfacher werden. Glück gehabt! Der Silberblick Nidorans hat uns gerettet. Gut gemacht, Pizzajuice. Cute and talented. Very nice. Come on, let's get your Pokémon healed up. There's a Poké-Center built in right over here. Danke, Kane. Widerlich bist du nicht. Welcome, allow me to heal your Pokémon. Here you go, we hope to see you again. Das werdet ihr, fürchte ich. There you are. Sorry, I kinda stole Aiko. Oh, Kane, right, I forgot you were coming by. It's okay, when you were gone, I met Aiko and had some fun. Had some fun? So that's the kind of person Aiko is. Like, werf mich nicht mit ihm in einen Pool. Nah, we just had a battle. Oh, that does sound fun. I wanna try out my new Pokémon too. Aiko, are you up for one more? Kane, I'll get you registered as a challenger while they do that. Come with me. Oh, yes, Master. Master? Nothing. Uh-huh. Come on. Then let's begin. My sensei said that learning to work and train together with Pokémon would be an invaluable step on my journey of personal growth. Aiko, let's take these first steps together. Ich liebe dich, Victoria. Schisseldissel! So viel dazu, Victoria. Aber um fair zu sein, das nimmt sie, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, egal, wie meine Wahl ausgefallen wäre. Okay. Hat keine Feuerattacken, das ist ein Vorteil. Ob wir länger durchhalten werden? Tatsächlich! Pizzajuice! My man! Wir werden in Reborn durchlaufen wie eine Panzergranate.
Mit diesem starken Begleiter werde ich keine Probleme haben. Aiko defeated Apprentice Victoria. Oh, it's over already? Ihren Sprite haben sie auch editiert. Sieht gut aus. You're no ordinary trainer, are you? Ich habe einfach nur ein kleines Bisasam und habe öfter Tackle gespammt. Hey, Ami is waiting for you guys when you're done. I'm all set, so I'm gonna hit the road. See ya! Oh, was there more to do? Let's see. Sorry if we kept you waiting. No worries, I already took care of the documentation while you two were finishing. So, then all that's left is to give you these. Firstly, a Pokédex. You know the tool here. I do. Secondly, the Pokégear. Verzeihung. This device allows you to check the map, listen to music and use online functions. Finally, as a promotional bonus from Silphco, please take these running shoes. As much as I hate advertising, they are convenient. With these, you can hold the spacebar or toggle the auto one in the options menu. And don't worry, nobody cares if you run inside. Dankeschön. With that, you're all set. I've got more damage control to run, so I'm afraid I have to leave you be now. We'll be fine. Thanks for the help. Good luck out there. And maybe send a tip to your local officer if you happen to see anyone who looks like they might want to blow up a train station. Julia doesn't count. Until next time. Bye, Ami. Alright, I'll get going and check in with Kiki. Who's Kiki? She's my teacher. I'm an apprentice at Apophil Academy. Apophil? Apophil. 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 Nennen wir es Apophil. I'm an apprentice at Apophil Academy, across the lake from the city. If you're ever in the area, I'm sure they'd love you to drop by. Anyway, here, these might help you get started. Aiko received 5 Pokeballs, der Klassiker. I know a lot of people say that Pokemon are aware in the city, but you can find them still. Sometimes they like to stay hidden, but just look around a bit. I'm sure you'll manage. For now, just explore the city. I'll see you around. Bye, Victoria. Ganz toller Charakter. Oh, jetzt bin ich sogar noch schneller. Durch die Rennschuhe. Die schalte ich jetzt erstmal aus. Denke ich doch mal. Bin ja so schon schnell genug. Key-Items? Na, wo sind sie denn? Mir wurde garantiert gesagt, mir wurde gerade gesagt, wie ich die ausschalten kann, oder? Okay. Remember to take regular breaks. Alles klar. Ich werde schon nicht Reborn-süchtig. Sind jetzt bei knapp einer Stunde. Wir machen noch ein bisschen länger. Das ist der erste Part, Boys. Girls und alles weitere. Options natürlich. Gut. Okay, dann sehen wir uns mal um in der großen Halle. Einige Charaktere wurden schon etabliert, manche ein bisschen erträglicher als andere. Howdy, Champ. Having a rough time? If you'd like your life to be a little easier in the future, I can let you in on a secret. Next time someone asks you for a password, try telling them Lit Light Mode. Specifically, genau, wir können noch Passwörter sammeln für das New Game Plus, falls es irgendwann kommt. Specifically, this will just cut out all the extra stats from your opponent's IV and EV spreads. Nothing too special, but you might be surprised the difference a few digits can make. Das ist in der Tat relevant. I've heard Silphco is working a way to make Pokémon that evolve by trade use a stone instead. Technology is truly amazing. Sehr gutes Feature. Freue ich mich drauf. This is a PSA for all trainers. Please refrain from descending waterfalls in the region without approved machine usage. Many cascades are very tall and riding them downward recklessly may be a severe safety hazard. Priorisiere deine Gesundheit. Ja, ich bin jetzt eine Stunde drin, jetzt fängt es langsam an mit der wanky englischen Aussprache. Stay safe until you have that machine. Contact Reborn City Staff if you need assistance. Thank you. Ja, wenn man ohne Kaskade einfach einen Wasserfall runter surft, dann hat man sich gesoftlockt. Das darf natürlich nicht passieren.
Reborn Pokémon Reintroduction Projekt. In an effort to revitalize wildlife and natural surroundings, a large number of Pokémon have recently been imported into the region. We hope that they will successfully repopulate the region, provided, of course, trainers do not capture them. So, please, do not capture them. Not sure where to head. The closest gym is the Pyramid Ward, just west of here. Genau, das ist unser Tutorial Guy, er hilft uns immer ein bisschen, wo wir hin müssen. Was teilweise aber auch nicht hilft, da kommen wir ganz viel später zu. We sometimes have some battle enthusiasts over here. Different one every day of the week, and we get an extra turnout on weekends. You can battle them as much as you want, but we ask them to be to clear out when new trainers come by. We don't want some overzealous 10-year-old walking up with their level 5 starter, nothing else, and proceeding to conk out on the first guy they see. The free battle trainers will be back in a bit, though. Don't you worry. Genau, also das sind unsere Grinding Trainer, die wir hier angehen könnten, aber wir werden einfach mit Sonderbonbons leveln. Also natürlich nicht sofort, sondern nur wenn es dann darum geht, aufzuleveln, also zu grinden, dann werden wir das einfach mit Sonderbonbons machen, weil es einfach Zeit spart, kommt aufs selbe hinaus. Na, dann bei diesen 3-4 Trainern, die dann hier stehen, könnten wir das auch machen, es würde nur länger dauern. Reborn gibt uns diese Möglichkeit. Unlike most of the other regions, the Reborn League has a total of 18 leaders. Cool, right? Or did you already know that? Kind of. Okay, das war's. Genau, mit Steuerung, hier, ihr seht, können wir durch Wände gehen. Das ist der Debug-Mode. Das ist auch sehr nützlich. Wir müssen nur aufpassen, dass wir damit keinen Scheiß bauen. I'm telling you, man, they are real. Team Meteor? That's just a stupid conspiracy theory. I hear Pokémon with hidden abilities have been showing up in the wild lately. Man, I'd like to get my hands on some of those. Da Überwachungskameras, wir sind hier in einem Überwachungsstaat angekommen. Sieht aber ganz nett aus hier mit diesem ganzen schwarzen, augenschonenden Design. Und mit dem Reborn-Logo, das ist quasi die Reborn-Regionsflagge, dieses vierfarbige X, das ihr überall sehen werdet. Young Trainer, I must advise to stay out of the alleyways in the city. Too many of our youth have fallen into gang activities as is. Stay vigilant and stay clean. We can make the city as great as it once was. Make Reborn great again. Man, I was hoping to go study at Applefield Academy, but there's no way I can cross the lake with Coral Pier shut down. Okay. Gibt momentan keine Möglichkeiten, auf die Applefield Academy zu kommen, wie es scheint. Es sei denn mit Flug-Pokémon. Trainer, can I interest you in some delicious treats? Come on, candies are cheap and delicious. Never mind the side effects of lowering your Pokémon's level. Buy up, they are on sale. Oh no, now only. Common Candies nehmen wir erstmal 5 Stück mit. Die verringern das Level um 1. Nun fragt man sich, warum sollte man das tun, um die Überlevelung zu verhindern. Das Level Cap ist in Reborn sehr streng. Wenn man ein bestimmtes Level erreicht hat, kriegen die Pokémon keine Erfahrungspunkte mehr. Und da kann es durchaus sinnvoll sein, na, auch um Attacken zu lernen und so weiter und so fort, das Level nochmal zu verringern. Für uns wird es nicht relevant sein. Dennoch. Hier Shiny Pokémon appear much more frequently in Reborn than other places. And they look different from most Shinies too. Who wants to bet its cause of radiation? Genau. Es gibt eine viel höhere Rate für Shinies in der Reborn Region und es gibt ganz viele originale Reborn Shinies, die teilweise wirklich atemberaubend gut aussehen. Darauf gehen wir dann am Ende des Spiels nochmal ein. Why doesn't anywhere sell Great Balls? It's not fair. I mean, the Obsidian Department Store does, but you need a lot of stickers for that. Maybe I should just learn to use the specialty balls from Critical Capture. Whatever that means. What to watch, genau. Fernsehen gucken ist hier auch mindestens nach jeder Arena oder vor jeder Arena, besser gesagt, ganz wichtig und essentiell, werden wir also gleich machen. Aber erstmal kaufen wir ein paar Potions. Ich werde natürlich mit Debug keine Items cheaten, die ich zu dem Zeitpunkt nicht kriegen kann. Wobei, doch, werde ich teilweise, aber nicht direkt am Anfang des Spiels. Genau, so, ich möchte aber ein bisschen mehr Geld, um mich gleich mal einzudecken mit Optionen. Dankeschön. So geht das, so machen wir das. So, das sind unsere wenigen Vorteile. Wie gesagt, das Geld könnten wir uns bald eh mit Grinding-Trainern holen. Ich kürze es nur ab. Jo. Nein, das passt schon. Howdy, Trainer.
You ain't come at the best time. Once upon a time, Weborn was an oasis in the desert. But then, Aladdis City sprung up and the waste from it. And then, what you see is what you got. You take care traveling around here, alright? Ich bin die Gefahr. I'm the danger. I came here because I heard there was a leak, but it's so poorly organized. I've been trying to contact a certain gym leader for weeks, but this caretaker won't let him battle, apparently. His caretaker. Ja, es ist durchaus so, dass die League, dass die Liga in Weborn sehr, sehr schlecht organisiert ist und einige Regeln und Gesetze hat, bei denen sich einem die Gedärme umdrehen. Die Hirnwindungen drehen sich da um. Aber auch da kommen wir noch drauf zu sprechen. Salesman, looking for more Pokémon? Of course you are. Well, then I've got a deal for you. Ich will dein scheiß Kapador nicht. How would you like to be a proud new owner of one fantastic beast? This Pokémon is so powerful, so utterly badass, it's been heralded among dragons for centuries. For you, I'll make a special discount, bringing the price down to only $500. Of course! Ja, natürlich! Ah, thank you, thank you. Badass, you say? Not a bad deal. I think I'll just help myself. The Pokémon was stolen. Ooh! See ya, nerds! Well, I got my money. That's your problem now. But if you really wanted to get that ultra-rare Pokémon, you could try and find that guy. Fucks like him hang out at the end of the tracks at the Peridot Ward. Good luck. Peridot Ward. Das ist eine sehr, sehr lange Quest, die sich durch das ganze Spiel ziehen wird. Und darum sind $500 ein sehr geringer Preis. Hey, you got a problem? Keep out our ways. And the alleyways too, they are. Ich töte euch mit meinem Pizzajuice. Mit seinem Rankenhieb werde ich eure Körper durchstoßen. You wanna know something, buddy? I'll tell you a secret. The lake water's too toxic to fish in, but my buddy's got a swimming pool in his house. When the Pokémon in Ashoran Lake started getting sick, he rescued a few of them and kept them in his swimming pool. Now the place is practically like an aquarium. Genau, das ist die einzige Möglichkeit im Early Game Wasser-Pokémon zu bekommen. Isn't it hard to keep track of stat stages all the time? Ich glaube, da habe ich auch meinen Barschwar damals herbekommen, das dann zu Milotic wurde. But you can press Control in battle to toggle a view of everyone's current stages. Nifty, ja? Das ist eine Neuerung, genau, von der ich schon gelesen habe. There's an old abandoned power plant up north. I hear kids disappear when it's windy and show up there. Weird, right? Sehr weird. Fernsehen! News. Breaking news with Gossip Gardevoir. Hello everyone! It's me, everyone's favorite Gardevoir. Gardevoir here with the latest and greatest in breaking news. Plant growth continues to escalate out of control in the Obsidia Ward, despite the city's best efforts to contain the unusual phenomenon. Weborn's own quest gym leader, Fluinia, has stepped in to help the situation, but so far no results have been yielded. Can anything calm this dire scenario? Stay tuned to find out! Xoxoxo! Gossip Gardevoir! Das üben wir noch, Joraiko. Das üben wir noch. Interviews. Gossip Gardevoir's Interview Intermission. Hello, Gossip Gardevoir here in Interview Intermission bringing you the inside scoop on Pokémon Reborn's celebrity figures. Today we've got a special report with Bennett Vauclane, a studious, slightly annoying, especially awkward, up-and-coming Bug-type trainer. Hello, Bennett, tell us what... Gardevoir, what are you doing in my room? Der Charakter wird sehr, sehr viel später nochmal relevant, den kann man sich merken, wenn man denn möchte. Wird mir jetzt erst wieder bewusst, als ich das jetzt nochmal lese, dass das Bennett ist. It's an interview, just go with it. That's... Wait, is this live? Sure is. Bennett, tell us how... Okay, no, please, get out of my room. I'm trying to study here and this is an invasion of privacy. Oh, studying. And what... Go, 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 go. I'll tell mom on you, Gardevoir. Insolent! How dare you threaten me, the great gossip... Boom. Did you just slam that in my face? Bennett? Bennett! When I get off air, I'm going to... In fact, that's all on today's interview intermission. Until next time. Spaß. Das ist lustig. Profiles.
A special report from the investigation squad. Yo, Reborn City, what's up? We're here with the Reborn Rundown, giving you a look at the leaders of the Reborn League. Das verrät uns immer Details und Stärken und Schwächen über den nächsten Arena-Leiter. Jetzt also wahrscheinlich über Julia. I'm your host, the DJ Arclight, now on air. Let's talk about Julia, the Peridot Ward leader. Julia is a bombastic battling babe, bursting onto the scene after having graduated from the Onyx Trainer School. With a history of leading Pokémon and cheerleading teams alike, any challenger is promised an exciting battle against her. Her electric types fall right in line with this, beating down her competitors with a barrage of her signature boomies. Sonic boom and explosion attacks form the chorus of her routine. So any trainers planning to take her on should be ready to take some hits. Take particular care with her Electrode, whose lightning-fast speed and set damage takes the battle to a crescendo in a blink. That's all for now, but remember, trainers, keep fighting with everything you've got. Hold your spirits high and even you can defeat the Reborn League. Das wird nicht leicht. Weather. Weather Report plays... Okay, das ist alles gar nicht mehr so interessant. Ja, zu den Arenen werde ich auch noch was sagen, an gegebener Stelle. An dieser Stelle gehen wir einmal ins hohe Gras. Genießen die tolle Wildlife-Musik. Ah, und da sehen wir gerade, unten links ist jetzt zu sehen, dass meine Genauigkeit gesenkt ist. Das, also wenn ich es nicht wüsste, würde mir das aber auch nicht so viel sagen. Das muss ich mir dann einfach merken. Also da kann man jetzt nicht rauslesen, dass das für die geringere Genauigkeit steht. Aber ist nicht so schlimm. Ich freue mich, dass es da ist. Das wird man sich ja relativ schnell merken. Come on, Pizzajuice! You're my boy! Nein, ich will doch nicht Growl einsetzen! Ich dummes Menschlein. Jetzt. Dankeschön. Spannender Kampf. Sehr gut. Okay. Schnell raus, ich bin kurz vorm Sterben. Und jetzt speichern wir einmal und gehen mal kurz ins Debug-Menü. Denn zwei weitere Pokémon würde ich mir schon mal besorgen. Welche holen wir uns denn als erstes rein? Absol, wir können hier alphabetisch vorgehen. Ich würde sagen, wir gehen alphabetisch vor, ne, von A bis Z. Das ist eine lange Reise, die vor uns liegt. Holen wir uns ein Absol. Auf Level... Naja, auf 8. 8. Yes. Trasir. Ist ein ganz cooler Name. So. Damit haben wir ein Absol. Das gefällt mir ganz gut. Das ist eines meiner Lieblings-Pokémon. Vor allem die Mega-Entwicklung mit den Engelsflügeln. Arceus. Direkt mit Gott! Klar, warum nicht? Wir nennen dich... Chiara. Auch ein schöner Name. So, Butterfree. Eins vielleicht noch. Kommt noch ein cooles. Dann haben wir doch erstmal ein schlagkräftiges Startteam. Dragon Air wird das dritte sein. Und zwar auf Level 9. Vielleicht ein bisschen overpowered für diesen Punkt des Spiels, aber was soll's. So, und wir nennen dich... Wir nennen dich Ika. Schöner Name. Yes. So. Das war's erstmal. Damit haben wir unser Startteam zusammen. Ihr seid ein Fehler gewesen. Ein großer Fehler. Deswegen lasse ich euch direkt wieder frei.
Citadel kann man vielleicht noch gebrauchen. So. Ich nehme mich mit. Schön. So. Also ich gehe jetzt wirklich nicht nach meinen Lieblings-Pokémon vor, sondern alphabetisch, damit wir wirklich alles mal durchnehmen, damit ich ja auch nicht direkt meine ganzen Lieblings-Pokémon raushole. So. Use TMX. Ach, das können wir jetzt direkt hier machen, oder was? Habe ich denn schon welche? Nee, eigentlich nicht. Das ist ein Debug-Punkt. Headbutt, Dick... Ach nein, wir haben ja ein Passwort eingesetzt. Dick, Headbutt, Sweet Scent, Teleport. Okay, verstehe. Wir können jetzt also immer teleportieren. Das ist natürlich praktisch. Headbutt, Dick, Sweet Scent, das geht jetzt alles. Alles klar, ja, ich verstehe. Okay. Gut. So, ich könnte jetzt weitere Sachen cheaten. Wir könnten zumindest Chiara mal zum Shiny machen. Ja, also auch das geht alles. Weil ich finde, dass das kein schöner Shiny ist. Muss ich leider sagen. Manche sind ja auch Reborn-Shinies und dann sollte man das durchaus mal checken. Das ist nämlich zum Beispiel ein Reborn-Shiny und das sieht so viel besser aus und deswegen behalten wir diese goldene IK. So. Ihr seht schon, wir treffen hier die wichtigen Entscheidungen. Was ein bisschen unheimlich ist, ist, dass ich gerne weibliche IK hätte und das kann ich jetzt haben. In diesem Spiel. Die Ironie. In einem Spiel, das sich so der Freundlichkeit wirklich jeder Randgruppe und jeder unterdrückten Gruppe und jeder gesellschaftlichen Form und jedem Geschlecht und jeder Orientierung verschrieben hat, kann man einfach mal das Geschlecht ändern. Das ist doch wunderbar. So. Ich möchte gerne einfach mal dein Gender ändern. Make female. Ika is now female. Ich hoffe, es war ein schmerzloser Prozess. So. Genau, das Level könnten wir ändern, die HP könnten wir ändern. Das machen wir alles noch nicht. Species könnten wir ändern. Oder kann ich es komplett ändern? Das Gender, die Ability. Das lohnt sich vielleicht nochmal. Nee, das lassen wir so kommen. Nature lasse ich alles so. Happiness lasse ich alles so. Ich will auch nicht so sehr damit rumspielen. Genau, das hier unten sollten wir alles nicht angehen, dann stürzt das Spiel nämlich aus unbekannten Gründen ab. So, was können wir noch so im Debug machen? Muss ich einmal noch nachschauen. Genau, Items können wir uns holen, Party heilen, Money. Jo. Okay, los geht's. Wir machen noch ein bisschen weiter. Ja, also es ist ein sehr laberintensives Spiel, es ist ein sehr textlastiges Spiel. Natürlich, ich versuche immer sinnvoll zu markieren in der Zeitleiste unten. Das ist aber einfach eine Geschmackssache, ne? Also das muss man mögen. So, gleich mal Ika an die Spitze und raus geht's! Wir sind bereit! Snubble, please stay! You are driving me crazy! Nap! Snubble! Oh, not again! Oh, excuse me, I didn't mean to get in your way. It's just my Snubble. It won't listen to me at all. Ever since it became level 21, it's been totally out of control, even though I wasted from an egg. Hint, hint, Spieler, Spieler. I guess I shouldn't have underestimated when I heard that Pokemon and Weeborn only listen to trainers they really respect. Pokemon will always respect you up to a certain level if you have a gym badge. And you can see that level on your trainer card. It's the first visible one. But what if I can't win a gym badge? Is there some other way? Nee, dann machst du es mit dem Pokémon, dann kannst du halt keine Pokémon haben. Oh, I need to hurry up and fight Snubble, goodbye. Das heißt, alle müssen eigentlich Trainer sein. Das ist Bullshit, dass manche Pokémon-Besitzer keine Trainer sind. Oder sie halten sie immer klein und schwach. Gut, also bis Level 20 mit dem ersten Orden. Das heißt, ich komme wahrscheinlich nicht über Level 15 oder so raus. Also, mal sehen. Mal sehen, gucken wir mal. So, komm her! Alright, back off. This here's open. Jo, genau, so sieht's nämlich aus. Dein Bitter. Twister. Die Reborn Experience kann noch warten. Ich bin mächtig. Have it your way. Not my business. Gleich mal wechseln.
Hey, wanna get past me? Let's see some Pokemon. Oh? Well, look what you got there. But do you know how to use them? Aren't those cheated? Tschüss. Jawohl, Trassier. Gute Arbeit. I was just keeping you out for your own good, you know? Ah, ich glaube, da musst du dir keine Sorgen machen. So, einmal heilen müssen wir gar nicht. Ja, nimmt am Anfang jetzt vielleicht ein bisschen die Spannung raus, aber die Zeit mache ich ja mit meinem Gelaber wieder wett. Wie gesagt, an sinnvollen Punkten werden wir da auch sinnvoll vorgehen. Life on the Edge, man. Wir nehmen nochmal Feint. Das funktioniert. Musik ist ganz cool, denke ich an der Stelle. Falling off the Edge, man. Chiara. Pizza Juice wird natürlich nach wie vor eingesetzt werden. Perhaps the city shall be a fitting entrance to my battling career. Die ich jetzt direkt wieder beenden werde. Vor allem mit einem Bunnelbei! Mit einem Bunnelbei! Confusion! Das hätte ein One-Hit sein sollen. Tschüss! Perhaps I shall stop battling and start traveling again after all. So sieht's aus. Well, a man has got to settle down sometime. Yoraiko, Aiko, Karriereänderin. Das ist eine Situation, der wir uns gleich widmen werden. Civilian entry to this area is currently prohibited due to suspicious activity in Obsidia Park. For your safety, we ask that you turn back. Nope. Well, well, look what the cat dragged in. Look what the dragon pulls out. Ihr Design haben sie angepasst. Nett. Take a piece of my butterfly. Das hat natürlich nicht funktioniert. Der Gast aber, der geht immer. Sei mein Gast. Tschüss. Sei mein Gast. Sei mein Gast. Claudette. Torn to shreds. I guess I'm just a lost pause. Oh. Hast du gerade einen Lost Pause-Witz gemacht? Wortwitz? Nicht schlecht. Pizza Juice, du bist dran. This area is on lockdown due to a recent threat that Weavon police were tipped off to. Please move along. The way will be open once it's deemed safe. Richtig, genau. Die Elektroarena liegt ja im Westteil, im Peridot Ward. Im Lower Peridot Ward. Und da gehen wir jetzt auch hin. Where should everyone from the train? Lindsay! Mit ihrem kleinen Kleffer, das sehr süß ist und jetzt von mir getötet wird! Was ist das denn für ein komisches Symbol? Ah, das steigert sich dann also auch, aber das ist auch nicht besonders eindeutig. Huh. Hätte man ja mal ein kleines Herz reinmachen können. Ja, oder was hat sie getan? Hat sie meine Genauigkeit gesenkt wieder? Ich muss die Texte lesen, die ich so gerne vorlese. Attack? Ja, das ist Attack. Dann hat sie wahrscheinlich meine Attacke gesenkt, ne? Aber mein Symbol ist pink. Mysteriös. Das System muss ich erst noch ganz begreifen. In seiner Komplexität. Zeit für einen Drachen, Ika! Mach ihn nieder mit Hyperstrahl. Mit dem... Ich sagte es ja, mit dem Debug könnten wir auch jetzt schon jede Attacke unseres Wunsches an die Hand geben. Looks like someone toughened up. Komm, das machen wir auch wenigstens mal einmal bei Ika. Nur aus Gag. So, was könnten wir denn Schönes machen? Was schön Übertriebenes. Blaze Kick. Nicht schlecht. Mit ihrem Schwanz. Brave Bird. Quick Break. Bubble Beam. Fällt mir auch ganz gut, aber ist nicht abgedreht genug. Milk Drink.
könnte ich ja dem Gossip God Warburg. Okay. Nein, da gehe ich jetzt nicht hin. Moongeist Beam. Ich will wissen, was das ist. Darum nehmen wir das. Ghost. The user emits a sinister way to attack. This move will ignore the target's ability. Scheint geeignet zu sein. Ist wahrscheinlich eine legendäre Technik. Probieren wir gleich mal aus. Oh, was wird das für ein Let's Play? Was ist das für ein Let's Play? Gucken wir uns um. Hey there, you know, this is my hood. Ja, nicht mehr, wenn du den Moongeist Beam abbekommen hast. Und er hat's überlebt! Was ist das für ein Punsage? Casanova. Mikasa es zu Casa, I guess. Mhm, ganz genau. Natürlich keinen EP-Teiler und haben ein Interesse daran, dass Pizza-Juice sich bald entwickelt. Wir gucken uns erstmal in den Außenbereichen um, bevor wir hier in irgendwelche Häuser gehen, damit man das hier mit der Orientierung in Einklang bekommt. Das ist beim ersten Mal echt schwer gewesen. I can't decide if the pharmacist looks creepy or dignified. But as long as he saves some of that painkiller for me, I don't care. Please, please hurry up! I swear on everything holy, my entire arm is going to fall off! Okay, so maybe I'm being a little overdramatic. Sue me! It's not like you were in the accident! Are you aware? Go right ahead! Stay lined up, single file please. The pharmacist will be on site long enough to treat everyone's needs, so there's no need to rush. He's a trusted associate of the police force. You will be treated safely. Das ist neu. Das war in meiner Version noch nicht dabei. Ich glaube aber, ich weiß noch, wer das ist. Apparently, the police have set up this makeshift station to help treat the wounds of the train crash survivors. Welche Station? Da steht einfach ein Typ am Wasser. But that guy sure doesn't seem to be a normal officer, does he? That stinks. Only temporarily. The wound must be disinfected before it can be dressed. It may sting, but it will burn far worse should you ignore the problem. And by neglect, allow it to fester. If that's what you want, I can stop. No, sir, please. The transaction of short-term pain for long-term healing is a difficult one for the young to understand. Foreshadowing. Hold still. You do not have the experience to know why the world has hurt you. Etchy! You must trust the adults in your life. All too often they are incapable of adequately earning that trust. Oh, ich bin so düster und tragisch. This is the tragedy between every generation. There, the difficult part is done. Das haben sie noch reingebracht. Das gab's in der O-Version noch nicht, diese Szene, um nochmal ein bisschen Foreshadowing zu betreiben. Wenig subtiles Foreshadowing. Now I'll apply a numbing agent to relieve the pain while you wait. That should be better already, yes? Yes, sir. Worth waiting for? Yes, sir. Good. Now wait a mite longer as I apply the bandages and you'll be on your way. Another victim of the crash. Quit your sniveling and go to the back of the line like the rest of them. Those who cut won't get treated, but all who wait will get what help can be given. Whatever pain you feel, know it was not deserved. Ja, dich werden wir später noch genauer unter die Lupe nehmen. In my younger days, I stood here and looked across Eschewin Lake, named such for its brilliant blue hue. So what is this? This shit brown lake? Ja, das hat mich beim ersten Mal auch sehr zum Lachen gebracht. Diese stumpfe, aber sehr ehrliche Frage. So what is this? This shit brown lake? Das ist leider wahr. Ja, davon können wir in der echten Welt ein Lied pfeifen, von diesen Veränderungen. Howdy, Stranger. Du bist doch der Händler! Since you've so kindly wandered into my house, any chance you'd be interested in this here old ward? Oh yeah, bitte. I'll tell you something. Eschewin Lake used to be something grand, with no end to the wonder it held. But now, the only thing it holds is pollution. So I'm packing up my things and leaving. Nicht mal Gift-Pokémon? This is my very last ward, but if it can be of any use to you, I'm happy to let you have it. Dankeschön. Ja, bitte. Old ward, vielen Dank. Take care.
kein Stranger. Du bist ja kein Stranger. Vielen Dank. I'll be heading out soon. This place doesn't have nothing for me anymore. Ja, hat nicht mal eine Toilette. Kann ich verstehen. Was soll dieser Kühlschrank da? Der ist ja einfach... Aber selbst die Kühlschränke in Reborn sind schwarz. So, ich gehe ja schon. Wir wollten noch nicht in Häuser, fällt mir gerade ein. Going somewhere, nicht in Häuser. Andy. Typisch Andy, typisch Andy. Wie gesagt, ich versuche wirklich, dass für dieses Reborn Let's Play alles möglichst perfekt wird. Ja, pray for. Take care out there. I hate hearing about more victims. Ich versuche es, aber natürlich, es wird vieles noch nicht perfekt sein am Anfang. Wie gesagt, Aufnahmequalität steigert sich noch, Licht steigert sich vielleicht noch, Kameraausschnitt, alles Mögliche steigert sich noch. Aber es soll keine technischen groben Patzer geben. Das soll der Vergangenheit angehören, in dieser Staubstube. So, you hit it in an empty house, huh? Aye, I stole it and didn't even have a pokeball to keep it in. Gut, wir durchsuchen dann in Zukunft die leeren Häuser. Dann finden wir vielleicht das, wovon diese Herren reden. In your trainer? Why don't I introduce you to this place? Why don't I introduce you to my Pokémon? My Debugmon. Aber nicht Pizzajuice. Er ist fair verdient. Und meine Liebe zu ihm ist ebenso ehrlich wie seine Angriffe. Trasier. Meine Debug-Pokémon liebe ich natürlich ebenso. Deswegen wird es mir schwerfallen, sie wieder wegzugeben, wenn ich Mistress Spielstand erreiche. Ah, you're not so inexperienced. Das ist allerdings wahr. Come by anytime. Ist leider gelogen, sie wird nicht wieder gegen uns kämpfen. So, genau, hier waren wir schon.